Mein Name ist Sarah Brigada und ich bin ein Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Hey, es ist mega lang her. Es sind, glaube ich, 4 Monate, vielleicht 5 Monate seit meinem letzten Video. Es war einfach total viel los, aber vielen Dank für alle die lieben Nachrichten, die ich bekommen habe. Ich hatte einfach wirklich viel zu tun mit eigenen Konzerten, mit meiner Arbeit als Dozentin und Coach. Es ist immer was los. Und wenn ich dann hier bin, dann möchte ich es gerne richtig machen oder ich möchte einfach gerne die Dinge machen, die mich wirklich interessieren. Und darum hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich wieder da. Und die neue Staffel von The Voice of Germany ist ja auch da. Und da dachte ich, können wir uns das gerne mal gemeinsam anhören. Das erste Video dazu ist die Laura. Und die Laura singt Goodbye My Lover. Und ich habe ja schon mal ein Video gemacht zu Goodbye My Lover. Das kann ich gerne hier oben verlinken, als James Blunt bei The Voice war. Und darum bin ich umso gespannter, wie die Laura das macht. To die and disappoint you or let you down. Should I be feeling guilty? Was für ein Start. Mega schön. Habe ich gerade schon berührt. Möchte gar nicht mehr sagen. Ich möchte einfach weiterhören. Cause I saw the end before we begun. Yeah, I saw you were blinded and I knew I had won. So I took what's mine by turning. So schön, diese Flips und dieses ganz sanfte Falsett. Das gefällt mir mega gut. Took your soul out into the night. Hidden maybe over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. Das macht sie so gut. Manchmal... Sorry, ich bin ein bisschen erkältet, aber ich dachte, ich mache die Videos so oder so. Manchmal hat man das Gefühl, okay, das ist was total Ungreifbares, wie sowas emotional wirkt und was anderes nicht. Aber es gibt so ein paar Kniffe, wie man das machen kann, wie man Emotionalität oder auch die Story transportieren kann. Und das macht sie super, weil so wie wir sprechen, ist es ja auch nichts Roboterartiges oder es ist nicht ein bestimmtes... Rhyme-Pattern, oder? Das ist relativ frei mit Betonungen auf das, was uns wichtig ist. Und das macht sie mega gut. Jetzt habe ich gerade eine Line, da kann ich es vielleicht zeigen. Also eigentlich der Anfang. Man kann was eben total genau singen, rhythmisch. Did I disappoint you? I let you down? Should I be feeling guilty? I let it judge us from? Oder? So. Ja, dann ist es irgendwie... Also das hätte mich jetzt nicht berührt. Aber wenn man schon ein bisschen anfängt zu spielen und sie macht ganz viel mit der Stimme, ich möchte mal nur dieses eine Element rausgreifen, sie macht noch viel mehr, darum ist es so berührend. Sie spielt ein bisschen mit der Rhythmik und sie lässt sich Zeit für die Betonungen. Also zum Beispiel, oder ohne Takt. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let it judge us wrong? Dann habe ich schon ein bisschen mehr die Geschichte erzählt, oder? Es ist nicht einfach so ein Runterspulen von Text, sondern es ist noch viel mehr. Man ist im Moment, man ist bei der Geschichte, das macht sie wunderbar, das macht sie mega schön. If you'd only care, I know your fears and you know mine. We've had our doubts and now we're fine and I love you. I swear that's true. How can I live without you? Schön, und auch dann, eben sie geht weg vom Original, auch eine kleine Verzierung hier und da, das macht schon so viel aus. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Hey, ich finde das so schön, ich finde das so eigen. Die Art, wie sie phrasiert, also wie sie die Rhythmik gestaltet, die Art, wie sie Verzierungen einbaut. Und es ist ganz, ganz, ganz modern und kommerziell im besten Sinne des Wortes. Also ich finde das sehr
sehr modern und trotzdem sehr eigen. Also ich hätte mich schon lange umgedreht. Es erstaunt mich, dass sehr so wenig kommt von der Jury. Ja, wird das super. Einmal ganz sanft und zerbrechlich die hohen Töne und beim nächsten Mal haut sie die raus. Auch eine super Technik, um wirklich zu zeigen, hey, hier ist Emotion dabei und es geht dynamisch hoch, wir haben eine Steigerung. Super. Auch die kleinen, hört ihr die kleinen Vocal Breaks, dieses oh, oh, wo die Stimme so von oben nach unten bricht. Das hat natürlich einen total so schluchzenden Charakter. Passt hier total gut. Nehmt mich wunder, wie ihr zu dem Song steht, weil für mich ist das ein Song, ich meine, der ist schon wirklich alt, aber ich kann den immer wieder hören. Ich mag die Komposition ganz, ganz schlicht. Ich mag den Text, ich mag die Melodie. Ich mag einfach alles. Ich kann mir den echt tausendmal noch anhören, denke ich. Und ich entdecke immer wieder was Neues oder eben auch hier bei den verschiedenen Versionen von verschiedenen Sängern was Neues. Ich finde den mega schön. Und auch hier nochmal die letzte Note genutzt, um nochmal was zu zeigen. Ohne dass es übertrieben ist, ohne dass es zu viel ist. Ich finde das total geschmackvoll, das gefällt mir total gut. Es erstaunt mich wirklich, dass sich nicht mehr Leute umgedreht haben. Ich kann mir das gar nicht so genau erklären, wieso. Vielleicht habt ihr eine Erklärung. Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Ich, ja eben, wie schon gesagt, von mir hätte sie ein Go bekommen. Ja, jetzt habe ich total Lust, weitere Videos und weitere Performances anzuhören. Also, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr gerne mehr solche Videos sehen möchtet, lasst mir gerne ein Abo da, weil ich glaube, es gibt jetzt da gleich ein paar solcher Videos. Dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.